Bei einer großen Musikaufführung taucht das Publikum in eine lebendige und fröhliche Atmosphäre ein. Dies ist ein besonderes Ereignis, bei dem Menschen von überall her zusammenkommen, um großartige Auftritte zu genießen und gemeinsam unvergessliche Momente zu verbringen. In der Menschenmenge fiel vor allem ein Mann auf, Florian Silbereisen, ein berühmter Star der Unterhaltungsbranche. Florian ist nicht nur für sein hervorragendes schauspielerisches Talent bekannt, sondern auch dafür, dass er ein warmherziger und liebevoller Mensch ist. In seinem Herzen wohnt immer eine große Liebe zur talentierten und charmanten Sängerin Beatrice Egli. Sie sind seit langem befreundet und haben in der Musikindustrie viele unvergessliche gemeinsame Erinnerungen gehabt. Doch heute beschloss Florian, seine Gefühle öffentlich auszudrücken, was die Atmosphäre nervöser und aufgeregter machte als je zuvor. Auf großer Bühne, vor tausenden Zuschauern und Live-Fernsehen bereitete er sich auf ein überraschendes Geständnis vor. Als das Bühnenlicht gedimmt wurde und die melodische Musik zu erklingen begann, schien sich jeder auf Florian zu konzentrieren, der mit einem selbstbewussten und selbstbewussten Gesichtsausdruck auf der Bühne stand. Beatrice, die in der Menge der Zuschauer saß, war nervös, als sie Florians besondere Vorbereitungen sah. Florian begann zu sprechen, seine Stimme erklang aus den leistungsstarken Lautsprechern und verbreitete sich im ganzen Raum. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind und an unserem Auftritt teilgenommen haben, begann er, wobei sein Ton Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen widerspiegelte. Als er die Aufmerksamkeit aller sah, fuhr Florian fort: Aber bevor wir zum nächsten Auftritt übergehen, möchte ich mir einen besonderen Moment nehmen, um über eine besondere Frau zu sprechen, die ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens und meiner Karriere war. Als diese Worte gesprochen wurden, erfüllte eine Stille die Luft, alle Augen richteten sich voller Erwartung und Neugier auf Florian. Florian fuhr fort, seine Stimme wurde wärmer und aufrichtiger als je zuvor. Beatrice, seit dem Tag, an dem wir uns trafen, ist mein Leben heller und bedeutungsvoller geworden. Du bist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch mein engster Freund. Du bist für mich in jeder Situation immer eine große Quelle der Ermutigung und Unterstützung. Beatrice, die unten saß, konnte nicht glauben, was passierte. Überrascht und berührt konnte sie nicht anders, als Tränen über ihre Wangen rollen zu lassen. Florian fuhr mit strahlender Stimme fort: Heute möchte ich Ihnen vor allen Leuten sagen, dass ich liebe dich, Beatrice Egli. Auf den ersten Blick wuchsen meine Gefühle für dich immer weiter und wurden unkontrollierbar. Beatrice, kannst du mir die Chance geben, deine Lebenspartnerin zu sein? Diese Worte wurden von Florian leidenschaftlich gesprochen und sorgten für eine heißere Stimmung als je zuvor. Alle Augen richteten sich auf Beatrice und warteten auf ihre Reaktion. Nachdem Beatrice mit den Augen zuckte, schüttelte sie den Kopf, als wollte sie bestätigen, dass alles, was geschah, real war. Sie umarmte Florian und konnte die Gefühle, die ihr Herz erfüllten, nicht kontrollieren. Ja, ich stimme zu, Beatrice antwortete, ihre Stimme kam aus ihrem Herzen, voller Emotionen und Glück. Ja, ich stimme zu. Beatrices Antwort machte die Atmosphäre aufgeregter und emotionaler denn je. Alle im Publikum jubelten und applaudierten für dieses historische. Wenn ich beispielsweise den Nummernblock bediene, mit einer Hand, ja, dann ist es nicht 10 Fingern schreiben, es kann aber trotzdem relativ blind passieren, ne, wenn es automatisiert passiert. So. Außerdem ist ein großer Vorteil des 10 Finger Schreibens Schnelligkeit. Wenn ich das richtig gut kann, dann bin ich schnell. Ja, und die Schnelligkeit, die misst man, gibt es unterschiedliche Maße. Eins davon ist Anschläge pro Minute.
Also wie viele Tastenanschläge schaffe ich pro Minute? Außerdem besteht die große Gefahr in den individuellen Tippgewohnheiten, die man sich so aneignet, wenn man das nicht mit diesem System macht, dass man sich unergonomische Tippgewohnheiten aneignet. Und dann gibt es irgendwann Probleme. Man kriegt in den Händen Probleme, in den Gelenken Probleme, in den Ellenbogen Probleme, in der Körperhaltung Probleme. Ja? Also wenn man sich nicht diszipliniert eine bestimmte Körperhaltung und eine Art des Tippens angewöhnt, dann kann es relativ schnell zu gesundheitlichen Problemen führen. Ja? Insofern ist, andersherum gesprochen, das Zehn-Fingerschreiben eine Möglichkeit der ergonomischen Arbeitsgestaltung und damit der Vermeidung von Gesundheitsproblemen durch intensive, häufige Tastaturverwendung. Ja, und außerdem zählt natürlich dazu, das ist jetzt nicht wirklich Zehn-Fingerschreiben, aber es wird in dem Kontext immer mal wieder erwähnt, dass das auch dazu führt, dass man vielleicht eher dazu tendiert, Tastenkombinationen zu verwenden als die Maus. Und das Verwenden von Tastenkombinationen ist natürlich eine sehr schnelle Möglichkeit, Kommandos an Anwendungsprogramme zu senden. Als wenn ich mit der Maus hier erstmal die Maus bewege, aufs Menü klicke und so, und dann auf Kopieren, wenn ich Steuerung C, zack, ja, dann habe ich schon kopiert. Und immer dieses automatisierte Steuerung S zwischen